Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück. Heute geht's wieder mal um SASS oder STSS-Funktionen, allerdings um ein paar Funktionen, die euch helfen können, Code zu schreiben, also die vor allem natürlich dann auch wieder in Mixins benutzt werden und irgendwelche Fehler vermeiden sollen. Und das ist ziemlich cool, weil damit haben wir eine sehr, sehr dynamische Art und Weise, wie wir hier dieses STSS verwenden können. Wir haben mehrere sehr, sehr praktische Funktionen. Ich fange einfach mal direkt oben an. Vielleicht fange ich sogar hier unten an. Und zwar, nee, doch nicht. Ich mache das hier rein. Und zwar kann ich hier jetzt einfach sagen, ich möchte überprüfen, ob etwas existiert oder nicht. Und dann bekomme ich ein Boolean zurück. Das heißt, ich kann mit if oder eben else, kann ich entscheiden, ob ich das machen kann. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel sagen, ich mache das jetzt einfach mal hier unten drunter. Wenn etwas der Fall ist, also wenn es zum Beispiel eine Variable gibt, add variable exists, und hier würde ich ganz gerne auch wieder den Bindestrich verwenden, weil das, wie gesagt, die Konvention ist. Wenn die Variable existiert, und zwar, jetzt muss ich hier den Namen von meiner Variablen angeben, also zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal $myColor. Nehmen wir einfach mal rot. So, wenn die Variable myColor, wenn die existiert, dann setze die Farbe, und ja, ich weiß, ich überschreibe dieses, was wir hier oben gemacht haben gerade. Vielleicht mache ich das auch wieder raus. Nee, lassen wir drin. Dann setze die Farbe auf $myColor. Ansonsten add else. Setze die Farbe auf Black. So, wunderbar. Und ja, jetzt schauen wir uns das einfach mal kurz an, wie das aussieht. Wir sehen, es ist rot. Ja, warum ist es denn rot? Naja, ganz einfach, weil die Variable myColor existiert. Wenn ich die jetzt hier rauslösche, dann sehen wir, ist das ganze Ding schwarz, aber ich bekomme keinen Fehler oder sowas. Ich habe sozusagen einfach überprüft, ist die Variable myColor definiert? Falls ja, verwend sie, falls nein, mach was anderes. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Kompilierungsfehler rausgeschmissen und habe sozusagen dafür gesorgt, dass mein Skript nicht abstürzen kann. Das wollte ich wieder reinmachen. Und wenn ich jetzt hier aber dieses Rot irgendwie verändere auf FF0 oder sowas, dann sehen wir, wird es natürlich direkt abgedatet. Also es benutzt wirklich myColor. Wichtig ist, dass ich hier nicht $myColor reinschreibe, sondern einfach nur myColor, also den Namen von dieser Variablen hier. Dasselbe funktioniert auch für Funktionen. Das heißt, ich kann gucken, wenn die Funktion existiert, Function exists, zum Beispiel kann ich jetzt darken hier benutzen, darken. Dann möchte ich mein myColor einfach darken, um 25% oder so. Und ansonsten nehme ich einfach schwarz. Und wenn ich das jetzt mache, dann sehen wir hier, das Grüne wurde einfach verdunkelt ein bisschen. Hat wunderbar funktioniert. Wenn ich jetzt hier aber irgendwas mache, zum Beispiel darkener oder so, was es ja nicht gibt, dann wird einfach wieder schwarz verwendet. Das heißt, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob eine Funktion definiert ist, dann könnt ihr das so machen. Man kann auch Funktionen selbst definieren. Das ist ein bisschen komplex und auch nicht in STSS möglich, denn das funktioniert über Ruby. Deswegen werde ich in dieser Tutorial-Reihe nicht darauf weiter eingehen. Solche ausgefallenen Dinge solltet ihr sowieso eher nicht machen, sondern ihr solltet dann eher auf JavaScript zugreifen. Das ist einfach, es ist nicht gewöhnlich, dass man sowas macht, sage ich jetzt einfach mal, weil es auch zu Kompatibilitätsproblemen kommen kann, beim Deployment wird es ein bisschen schwieriger und so weiter und so fort. Deswegen, es ist schon sehr mächtig, man kann aber all diese Sachen, wie ihr wisst, ja auch mit JavaScript machen. Und wenn ihr solche sehr, sehr ausgefallenen Sachen macht, dann macht sie mit JavaScript, das ist wahrscheinlich besser. Also zumindest ist das meine Meinung. Okay, dann kann ich das aber durchaus, und das ist viel, viel nützlicher als das mit den Funktionen, kann ich das auch mit Mixins machen. Ich kann hier zum Beispiel gucken, ist mein Mixin linkColor vorhanden? LinkColor, wurde das definiert oder habe ich hier vielleicht irgendwas falsch gemacht? Falls ja, dann in dem Fall lasse ich das einfach mal so. Das sehen wir hier, hat wunderbar funktioniert, aber wenn ich jetzt linkColor zum Beispiel hier anders definiert habe,
dann sehen wir, oh, hat es nicht gegeben, also wird was anderes genommen. Also es ist quasi einfach Sicherheit für euch, dass euer Skript nicht abstürzt. Klar, ihr merkt es, wenn es kompiliert und alles, aber wenn man sehr, sehr viel Code hat, dann kann das schon durchaus mal ein bisschen schwieriger werden. Wenn man vor allem nicht weiß, in welcher Reihenfolge man vielleicht die ganzen Imports hier geregelt hat, dann kann es schwierig werden, wenn man nicht sicher ist, ob eben dieses Ding zur Verfügung steht oder nicht. So, und ja, jetzt gibt es noch ein bisschen was anderes. Und zwar gibt es noch zwei weitere Dinge, nämlich einmal die Unit und einmal Unit-less. Und das sind zwei sehr, sehr praktische Funktionen, die ich ganz kurz zeigen möchte. So, dazu gehen wir mal hier runter und definieren hier die Breite von unserem... das machen wir anders. Wir definieren Wir definieren die Font Size. Perfekt, das ist doch wunderbar. Und zwar sagen wir Font minus Size. So, und ja, jetzt habe ich euch natürlich schon häufig von diesem Problem erzählt. Wenn ich hier Pixel mal Pixel rechne, also, und ja, damit wir hier dieses dämliche Orange wegkriegen, mache ich das jetzt einfach mal so. Das sollte sowieso funktionieren. Ja, ist dann halt eine andere Schriftart, passt aber. Genau, was wir jetzt hier haben ist, wir wollen zum Beispiel irgendwie diese Schriftart in eine Variable speichern, also Font Size Doppelpunkt 80 Pixel zum Beispiel. So, und dann haben wir von mir aus noch einen Dollar Link Font Size Doppelpunkt 20 Pixel. So, und jetzt haben wir ein Problem. Denn jetzt wissen wir ja nicht, ob wir jetzt hier 80 Pixel oder 20 Pixel haben wollen. Und vielleicht wollen wir das irgendwie verrechnen oder sowas. Und dann kann es passieren, dass wir sowas machen wie Dollar Font Size mal, das wird jetzt ein bisschen groß, Dollar Link Font Size. So, wir werden sehen, das führt zu einem Fehler. Warum führt das Ganze zu einem Fehler? Ganz einfach, weil das hier ein Pixel ist und das ist ein Pixel. Und ja, das ist jetzt natürlich ein Problem. Das heißt, was wir machen wollen, ist, wir wollen überprüfen, ob eins davon oder ob beides eine Pixelgröße hat. Das heißt, wir sagen hier, add if zum Beispiel, das kann man auch wunderbar wieder in eine Mixin umlagern, ganz klar. If, und jetzt kommt's, unit less von font size, font minus size, Dollar font size selbstverständlich. Wenn Font Size keine Einheit hat, das heißt, wenn da nicht Pixel oder sowas hinten dran steht, dann setze Font minus Size auf Dollar, dann machen wir einfach genau das, was hier unten steht. So, und ansonsten, if unit less, halt else if unit less, else if, komm schon. Else if unit less die Link Font Size, wenn die keine Einheit hat, also wenn hier nicht Pixel hinten dran steht, dann machen wir das. Und hier kommen jetzt auch wieder eure boolschen Operationen zum Tragen. Das heißt, wir sagen hier, die Font Size muss unit less sein, das heißt, die darf keine Einheit haben und die Link Font Size muss eine Einheit haben, das heißt, not unit less von Dollar Link Font Size. So, dann machen wir das, denn danach kommt genau eine Einheit raus, nämlich sagen wir mal, wir löschen hier das dabei, dann ist hier Unitless von Font Size ist natürlich true, weil hier ist keine Einheit dabei und Unitless von Link Font Size ist false, also not Unitless von Link Font Size ist true, weil es ist ja offensichtlich, also das hier ist false, mit dem not vorne dran dreht sich es einfach um, also true. Das heißt, wir haben hier true und wir haben hier true, also mit dem ganzen Ding, dann wird auch das and zu true und dann haben wir hier im Gesamten ein true und dann haben wir es offensichtlich geschafft. Gut, wenn allerdings das Ganze vielleicht umgedreht ist, das heißt, der Link Font Size hat keine Einheit und Font Size hat eine Einheit, dann können wir das auch machen. Wir könnten hier auch mit einem Oder arbeiten, das wird dann aber ein bisschen zu komplex. Und ansonsten, at else, sagen wir Font Size ist Dollar Font Size. So, und jetzt haben wir hier den Code geschaffen, der auf jeden Fall zu keinem Fehler führt, denn was wir bisher hatten, war immer Pixel Quadrat.
Und was jetzt passiert, ist ganz einfach. Wir schauen, ist hier eine Einheit dabei und ist hier keine Einheit, nee, andersrum, ist hier keine Einheit, das wäre das hier, ist hier eine Einheit dabei, dann machen wir diese Zeile, ist hier keine Einheit und hier eine Einheit, dann machen wir diese Zeile und ist generell bei beiden eine Einheit oder bei beiden keine Einheit, dann machen wir das hier. Wir könnten jetzt hier auch noch einfügen, add else if wenn not unitless von Dollar Font Size, dann Font Size auf Dollar Font Size. Und ansonsten, und jetzt wissen wir ja hier, dass auch Font Size, wenn wir hier unten ankommen, ist Font Size unitless. Das heißt, Font Size hat keine Einheit. Und dann müssen wir irgendwas machen, denn dann müssen wir hier einfach noch hinschreiben, plus Pixel. So, und jetzt haben wir wirklich alle Eventualitäten abgeklärt. Das heißt, wir benutzen erst, wenn wir es können, multiplizieren wir die beiden hier. Und wenn wir das nicht können, dann benutzen wir Dollar Font Size und die Einheit, die bei Dollar Font Size mitgegeben wird. Also, ich mache das gerade mal als Beispiel. In unserem Fall haben wir jetzt hier keine Einheit und eine Einheit. Also, was passiert? Wir landen hier. Also multiplizieren wir die beiden. Also wird die Font Size hier auf 1600 Pixel gesetzt, weil man die beiden eben multipliziert. Wenn wir jetzt hier eine Einheit reinpacken, dann sehen wir, okay, das hier ist nicht möglich. Wir können die beiden nicht multiplizieren, sonst kriegen wir Pixelquadraten, das funktioniert nicht. Das hier geht dann offensichtlich auch nicht, weil hier machen wir ja dasselbe. Das heißt, wir schauen, ist in unserer Font Size eine Einheit dabei? Ja, es ist eine Einheit dabei, also schauen wir mal, 80 Pixel. Wunderbar, haben wir also genau das genommen. Und das funktioniert natürlich auch, wenn wir hier EM reinpacken, dann können wir hier auch davon ausgehen, dass hier 80 EM drinstehen. Wenn wir jetzt allerdings hier bei Font Size und bei Link Font Size beides mal keine Einheit haben, können wir die auch nicht miteinander multiplizieren. Das heißt, das fällt flach, aber wir können es auch nicht einfach so reinschreiben, weil wir haben ja keine Einheit. Also was machen wir? Wir hängen einfach von Hand sozusagen den String Pixel hinten dran und das sieht dann folgendermaßen aus. 80 Pixel, wobei wir hier, das sollten wir wegmachen, fällt mir gerade so auf. Das kommt aus anderen Sprachen. Und jetzt haben wir hier plötzlich 80 Pixel von Hand angehängt. Wunderbar. Das heißt, wir haben hier plötzlich auch eine Einheit drangehängt und haben das vollautomatisch alles gemacht. Wenn ihr das jetzt in den Mix in auslagert, ist das quasi wirklich wie eine eierlegende Wollmilchsau, was irgendwie Fontgröße oder sowas angeht. Und ja, jetzt können wir natürlich uns das Ganze mal angucken. Wir sehen hier 80er Größe, das ist ganz klar. Aber das ist es auch eigentlich von meiner Seite, also nur damit ihr mal seht, wie man auch mit Unit und Unitless umgehen kann. Das war jetzt so ein grobes Wrap-up von wichtigen Funktionen, die ich noch nicht erwähnt hatte bisher, die man eventuell noch nützlich finden kann. Und ja, das ist eigentlich auch schon so ziemlich alles, was ich euch zu SCSS zu sagen habe. Falls ich irgendwas vergessen haben sollte, ihr kennt vielleicht eine Funktion, die ihr findet, die auch noch sehr, sehr wichtig ist und die ich jetzt noch nicht erwähnt habe. Und ihr findet, ich sollte da definitiv noch ein Video darüber machen. Oder vielleicht habt ihr, vielleicht ist im Standard eine neue Funktion aufgetaucht, die ich noch nicht erwähnt habe oder sowas. Ich habe nicht alle Funktionen vorgestellt, aber ich finde persönlich, dass das die wichtigsten sind und dass man mit denen wirklich sehr, sehr viel machen kann. Und deswegen war es auch erstmal von meiner Seite. Es kann immer wieder sein, dass ich ein paar Videos noch ergänze, wenn ich irgendwas anderes für wichtig erachte auf einmal oder sowas. Oder jemand von euch wünscht sich ganz dringend was, dann sagt ihr mir einfach Bescheid. Ihr wisst, ihr könnt mich anschreiben, Facebook, Discord und so weiter und so fort. Zögert nicht. Und wir hören uns dann natürlich bei wahrscheinlich einer anderen Serie. Bis dann. Ciao.